Hallo und herzlich willkommen bei Games Not Over. Heute mit einem neuen Anime-Review zu Batum. Bei Batum handelt es sich um ein Online-Computerspiel, das man nur mit Bomben statt mit Schusswaffen spielt. Unser Protagonist Ryota Sakamoto ist arbeitslos und hat im Leben sonst noch nicht viel erreicht. Aber in Batum ist das anders. Dort ist er einer der besten Ranglistenspieler ganz Japans und sogar verheiratet. Anstatt sich also um Familie und Beruf zu kümmern, führt Ryota einen Großteil seines Lebens lieber im Spiel. Eines Tages findet er sich im Fallschirm hängend an einem Baum auf einer scheinbar unbewohnten Insel wieder, ohne irgendwelche Erinnerungen, wie er dorthin gekommen ist. Schnell stellt sich heraus, dass sich auch noch andere Leute auf dieser Insel befinden, die ihm aber meistens nicht freundlich gesinnt sind. Denn um von dieser Insel wieder runterzukommen, müssen 8 Chips von anderen Spielern eingesammelt werden. Diese bekommt man allerdings nur, wenn man sie wie in Batum mit einer Bombe tötet. Psychological wird sehr gut rübergebracht, sodass der Anime einen definitiv auf Trab hält, es bleibt spannend und einige Szenen bleiben sogar ein wenig länger hängen. Die Romanze, die sich zu Anfang noch als sehr schwierig herausstellt, dann aber gegen Ende in Fahrt kommt, passt auf eine besondere Art auch gut in die Story rein. Action ist durch die ständigen Angriffe von anderen Mitspielern auf der Insel so ziemlich stets gegeben. Ecchi ist zu Anfang in 2-3 Szenen vorhanden, danach quasi gar nicht mehr. Das Drama in diesem Anime ist, glaube ich, kaum zu übersehen, aber um nicht zu spoilern, lassen wir das Ganze jetzt einfach mal so stehen. Die Idee an der Story an sich finde ich recht interessant, wenn auch nicht sehr originell. Auf jeden Fall gibt die Story einen guten Rahmen für einen sehr spannenden und gefühlsvollen Anime, der aber leider nur 12 Folgen lang ist. Durch das Auftreten von neuen Charakteren, einer hinterlistiger als der andere, bleibt die Spannung während der 12 Episoden immer auf einem hohen Pegel. Ich habe mich nie gelangweilt oder gewagt, auf die Uhr zu schauen. Einen richtigen Schluss, in dem alle Sachen zu ihrem gerechten Ende finden, bietet die erste Staffel des Animes leider nicht, da sie mit einem Cliffhanger endet. Es bleiben also viele Fragen ungeklärt, der Manga läuft aber noch und führt die Story weiter. Der Zeichenstil gefällt mir sehr gut. Ich habe daran nichts auszusetzen, er wirkt sehr sauber und modern, die Effekte kommen gut rüber und Animationen wirken nie ruckelig. Gezeichnet wird mit viel Liebe zum Detail. Batum zeigt seine Stärke definitiv in Sachen Charaktere, da diese verdammt gut inszeniert werden und innerhalb der 12 Episoden zumindest die im Mittelpunkt stehenden Charaktere sehr gut beleuchtet werden. Damit einher geht aber auch ein eher langsames Voranschreiten der Story, da viel Hintergrundwissen aufgebaut wird. Dadurch wachsen einem die Charaktere aber nochmal so richtig ans Herz und es bleibt spannend, wer von ihnen dieses Spiel noch lange überleben wird. Es sind definitiv zwei sehr gute Songs, die das erste und zweite Opening untermalen. Die Openings sind definitiv nicht zu verachten und man kann sie wieder und wieder schauen. Trotz der eher unoriginellen Story halte ich Batum für einen sehr guten Anime, der allerdings nichts für zarte Gemüter ist, da viel Blut fließt und die Geschehnisse auch nicht immer einfach zu verarbeiten sind. Es ist eine unglaubliche Menge an Spannung vorhanden, die dafür sorgt, dass keine einzige Folge langweilig wird. Auch die Aufstellung der Charaktere macht diesen Anime sehr interessant. Die Story hat mich eher weniger überzeugt, dafür aber die Charaktere umso mehr. Sogar so weit, dass ich mir den Manga kaufen werde, um die Geschichte bis zu ihrem Ende zu verfolgen. Leider war Batum in Japan wohl nicht sehr erfolgreich, weswegen keine finanziellen Reserven für eine zweite Anime-Season aufgebracht werden konnten. Das war es mit diesem Anime-Review. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Und ansonsten bin ich raus. Ich verabschiede mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.